Juhu! Ja, ich glaube, das mit den Sounds sollte ich nochmal überarbeiten, weil ich habe gerade die Befürchtung, dass ich die so leise gemacht habe, dass ich gar nicht mitgekriegt habe, dass zwischenzeitlich schon mal eine Folge vorbei war. Das ist schlecht, weil ich glaube, dann ist nämlich gerade das Ding jetzt einfach mal eine halbe Stunde lang. Hilft mir nicht gerade unbedingt, sag ich mal so, ne? Ja, und solange die Feudels da hinten beschäftigt sind, gucke ich mir einfach mal deren Behausung an. Es sei denn, natürlich, ich habe Pech und die haben sich jetzt aufgeteilt. Das wäre schlecht für mich. Ah. Rostiges Schwert, ich. Snapperkraut. Snapperkraut gab es vorher auch schon mal irgendwo, ne? Ich glaube, da könnte ich schneller mitlaufen. Oh, ein Kreuz. Hier wurde jemand begraben. Schwerer Ast sogar. Oh. Oh, ein Ring. Ringe sind gut. Rostiges Schwert. Heiltrank, auch gut. Hä? Kann ich damit irgendwas machen? Wow, der Schatten ist aber echt cool, oder? Zu schwer. Oh nein. Alles klar. Ring der Ausdauer, maximale Ausdauer plus 10. Schrecken, Hey, cool. Habe ich da, was habe ich jetzt für einen Ring aufgesammelt? Der fällt bestimmt unter hier. Lebensenergie plus 10, das ist doch cool. Wupp. Und Ausdauer? Wie viele Ringe kann ich anlegen? Ne, nur zwei, okay. Das heißt, wir haben jetzt Ausdauer plus 10. Und, das ist gut. Ich vor allen Dingen jetzt, da ich das Gefühl habe, ich weiß nicht, ob das beim ersten Mal, als ich Gothic gespielt habe, jetzt hier auch so war. Aber immerhin scheint. Oh! Scheint die Ausdauer ja jetzt tatsächlich was zu bringen. Da lohnt sich ja wirklich dann auch ein bisschen auf Ausdauer zu achten. Und die stehen nur da hinten und. Da ist noch ein Goblin. Okay, schnell die Truhe plündern. Wehe, ihr kommt jetzt an. Dietriche, das ist gut. Vergiftung, Krankheit heilen. Ausdauer plus 10, alles klar. Da ist noch eine Truhe. Okay, ich guck mal, wenn ich jetzt die Fackel wegstecke. Ja, sie geht weg. Okay, aber ich muss wohl sein. Moment, vielleicht sollte ich erstmal gucken, was ich jetzt hier mache, weil gegen drei von denen habe ich keine Chance. Wie dunkel es auf einmal schon wieder ist. Das sind. Oh nein, das sind mindestens noch zwei Goblins und zwei Oger. Mindestens. Und vor allen Dingen, die sind ja alle. Sehe ich das richtig? Dass die wieder alle geheilt sind? Oh. Ach, du Schande. Oh nein. Ich kann. Das Einzige, was ich machen kann, ist mich hier hinstellen. So, weil das sind ja so derbe viele. Da habe ich nicht mal den Hauch einer Chance. Ah, da ist er. Pounce. Ja, das ist echt ein ganz mieses, einfach nur Abziehen der Leute hier, aber. Naja. Ich muss sagen, das ist eher, sehr wahrscheinlich ist das Zufall, aber. Die Musik erinnert mich so ein bisschen an Game of Thrones. Und so, ja, ich nehme an, ihr kennt das. Ich habe das vor einer Weile geguckt, die ersten zwei Staffeln. Das war echt nice. Ich habe gehört, es ist ein schlechtes Let's Play, wenn ich in einem Let's Play von Gothic zum Beispiel über Sachen rede, die nichts mit dem Spiel zu tun haben. Aber ich meine, hey. Wow. Aber es ist mein Let's Play, deswegen darf ich das. Und wenn andere Leute sagen, ich mache schlechte Let's Plays, ja, dann haben sie halt Pech gehabt. Sollen sie es doch selber machen, ist mir doch egal. Und die da hinten geht schon wieder. Hey, könnt noch nicht gehen, die Party läuft noch. Für euch nicht, okay. Ob die Goblins jetzt immer Goblinbären dabei haben, das wäre ja auch recht witzig, ne? Ich sehe schon, das wird eine längere Tour hier. Drei Stück noch von denen, ey. Vor allem, kann das sein, dass die sich wirklich die ganze Zeit wieder heilen? Vor allem, ich laufe nur so ein Stück weg und schon. Oh, wie viele sind denn da hinten? Der kommt hoch, oder? Ja. Und ich auch. Oh shit. Oh. Was bedeutet das mit Orange und Rot? Was heißt das? Kann das sein, dass das aussagt, wer von denen mich gerade angreift? Ist der jetzt. Könnte sein, ne? Weil mich können zwei Gegner auf einmal angreifen.
könnte das bedeuten, dass das, dass die beiden Roten greifen mich an und die Orangenen halt nicht. Ja, so ungefähr stelle ich mir das jetzt vor. Moment, jetzt komm. Ich kriege ihn nicht ins, ich kriege ihn nicht ins Target, ja. Ach komm, Goblin, du musst zuerst dran glauben. Da da dum dum dum. Ey, das kann mir keiner erzählen, das war mitten rein. Mitten ins Schwarze. Da da dum. Ist das, macht das eigentlich wirklich... Ja doch, das macht weniger Schaden, oder? Hey, das... Ja, okay, das ist alles nicht so ganz ausgereift. Naja, gut, okay. Hört auf zu laufen, ich muss euch fertig machen. Ihr kommt noch alle dran. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Och, och, das war doch schon wieder mitten durch den Kopf durch. Es ist echt ein bisschen nervig, okay. Vielleicht sollte ich das dann einfach beschleunigen oder sowas. Ich weiß es noch nicht. Oder ich muss mir was ausdenken, wie gesagt, was ich euch erzählen kann. Ja, weiß ich nicht. Game of Thrones habe ich gesehen, vor einer Weile. Die ersten beiden Staffeln. Die dritte muss wohl jetzt irgendwann auch kommen oder läuft schon. Ich weiß es gar nicht genau. Mitte Mai soll wohl die deutsche Fassung kommen. Müssen wir dann mal sehen. Muss ich dann mal sehen. Ich weiß ja nicht, ob ihr das guckt. Ich kann es euch empfehlen, sagen wir es mal so. Bestimmt, oh, da ist eine Fackel, die kann ich nicht mitnehmen. Ich meine, ist ja vollkommen logisch, ich meine, wenn ihr meine LPs mögt, dann mögt ihr ganz bestimmt auch das, was ich gerne im Fernsehen gucke. Ist doch klar, oder? Ist nicht klar? Speichern, speichern, speichern. So, und jetzt kommen die letzten beiden Feudels und dann haben wir es eigentlich geschafft. Und zum Glück hält auch der Pfeilvorrat noch. Oh, da sind ja noch zwei Goblins, ach nein. Okay. Pounce. 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 Pounce! Oh nein, leider noch nicht. Oh oh. Aber jetzt kriegst du was ins Gesicht. Pounce in your face. Pounce. Pounce. Okay, er kriegt schon wieder nichts auf die Kette hier unten. Wenn das so ist, Junge. Bleibst du da stehen? Ich hoffe mal, der kommt hier nicht hoch. Sonst habe ich ein ganz derbes Problem, ja. Alter, bleibst du da unten? Was macht der denn da? Ist er jetzt nur oben drauf oder weiß er es selber noch nicht, was er jetzt gerade macht? Jetzt ist er oben drauf. Jetzt ist er oben drauf. This shit is on. Oder, nee, the heat is on, so heißt das. Oh, wow, wow, wow. Ich glaube, der macht zwei Schläge, da bin ich down. Ich meine, wenn ich... Wie viel Erfahrung kriege ich bei denen? 400? Ich meine, normaler Ork gibt es, glaube ich, Nein, ein normaler Speer-Ork gibt 50 und der Krieger, glaube ich, 100. Der Drache gibt 500. Goblin gibt 50. Moment, gleich mal darauf achten, ich glaube... Ach, Minecrawler 200, ne? Weil wenn der nämlich hier... Ja, der gibt 400. Das heißt, ein Minecrawler ist ja schon ein mittelmäßiges Problem. Das heißt, wenn der hier 400 gibt... Heißt das? Der bedeutet schon eine Menge Ärger. Ah, Pfeile, 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 Pfeile. Knüppel, Pfeile, Knüppel aus dem Sack, Knüppel in den Sack, Knüppel auf den Kopf. Alles hat so seine Richtigkeit. Was ist denn das hier? Ah, Pfeil. Also ich weiß nicht, ob es an der Auflösung liegt. Eigentlich ist 720p ja gar nicht so niedrig, aber es scheint doch einigermaßen immer noch relativ pixelig zu sein. Oh, Wasserfass, da kann ich mich ja endlich mal ohne Bedenken auch wirklich mal voll heilen, ne? Jetzt gib mir den Pfeil, genau. Ach ja, als ich es damals gespielt habe, wie gesagt, mein Rechner war aus 2006. Spiegeln sich da drin die Wolken? Das sieht so aus. Da war einfach kein Wasser in der Truhe. Im Fass. Da war kein Wasser da drin. Und zum Beispiel war auch... Was ist das denn? Zum Beispiel war auch das Wasser im Meer oder in den Truhe... Nein, in den Fässern. Teilweise einfach nur lila Brühe. Das war auch sehr merkwürdig. Da geht's ja raus. Soll ich noch eine Fackel benutzen? Was ist denn das? Ach nee. Da war hier also ein Lurker. Hier waren zwei Lurker drin. Ach, ich bin schon raus. Cool. Wusste ich gar nicht, dass es hier noch einen zweiten Ausgang hat. Ah. Es ist 7.30 Uhr. Perfekte Zeit, um aus der Höhle rauszukommen. Das ist wie in Minecraft. Wenn man gerade unten die ganze Nacht unten in dem Dingen rumgewühlt hat, in einer Höhle. Und dann kommt man früh morgens wieder raus.
Hey, das ist ganz cool hier. Ich weiß jetzt nicht genau, wo ich bin. Ja, unterhalb von Kap Dun. Kap Dun ist noch da. Jo, nice. Aber ich habe das Gefühl, ich gucke hier hinten lieber nochmal. War hier nicht irgendwas? Ich war hier, meine ich, ja auch früher schon mal. Hier in diesen anfänglichen Höhlen war ich ja überall schon mal. Ey, was ist denn mit dir los? Und ich sehe nichts. Ich dachte, hier hinten wäre noch irgendwas drin gewesen. Hm. Wohl eher nicht. Na gut. Auf jeden Fall, die Auflösung 27p, meine ich doch gerade eben, ist wohl scheinbar noch nicht wirklich so hoch. Gut, wenn man sich das mal überlegt, ich meine, das ist nur mal so als technische Nebeninfo. Damals, als Gothic 1 aktuell war, ich meine, da hätte ich einigermaßen häufig 1024x768 als Auflösung bei verschiedenen Spielen auch gehabt. Und das wäre dann noch so Stand der Dinge gewesen. Ach, das, was mir gerade auffällt. Hey. Man kommt hier ja gar nicht mehr raus. Auf jeden Fall war das wohl Stand der Technik. Und das hier ist jetzt 1280 mal 720. Und das ist zu schwer. Insgesamt betrachtet eigentlich noch nicht mal wirklich viel mehr. Das ist ein... 1024 mal 768, ja. Es ist in der Höhe sogar ein kleines bisschen weniger. Also ich glaube, wir müssen hier hinten raus. Kann das sein? Da habe ich einfach nur irgendwas... Nö, es sieht aus, als müssten wir hinten raus. Gehen wir doch einfach mal da raus. Wir wollen ja eh in die Stadt. Endlich mal diese blöden Liebestalente. So, ich guck mal, ob ich gerade noch Fleisch zu braten habe. Du. Oh yeah. 9 Stück. Alles klar. Geht sehr schnell, muss ich sagen. Ja, wenn ich da an Gothic 1 denke, hier so dieses Halt, Stopp! Und dann immer schön Fleischbraten im Superspeed-Modus, das war auch sehr gut. Aber merkt ihr das hier? Ich gehe hier rein. Erstmal wird es komplett dunkel. Ich gehe ein paar Schritte zurück. Wupp, es wird hell. Eigentlich sinnfrei, ne? Na gut. Ja, also auf jeden Fall diese Auflösung 720p wurde ja so als HD und so angepriesen. Oh oh. Und eigentlich ist das gar nicht mal wirklich größer als... Du kriegst was ins Gesicht. Du kriegst was ins Gesicht. Alter, wie hat er das gemacht? Bounce. Bounce. Ja, ey, ich hab den Dreh raus. Jetzt kriegst du super Spam-Attacke. Alter, und jetzt kriegst du den super Aufsteh-Attacken. Bounce. Okay, also ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass sie das geändert haben in dem Community-Patch, aber man kann tatsächlich... Ah, wir sind in Kap Dun. Ah, da oben, ja. Oh nein, da ist ja... Was ist denn das eigentlich für ein Viech, was so Geräusche macht? Ich muss sagen, ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Soll das eine Möwe sein? Was ist denn das? Blutschilf. Oh, Minecrawler. Ich habe schon wieder den Faden verloren, was ich eigentlich erzählen wollte. Ist egal. Wird mir irgendwann schon wieder einfallen. Wo ist der Minecrawler hin? Ui. Ach nee, das Wasser kommt und geht. Auf jeden Fall, genau. Ich weiß nicht, ob die das mit dem Patch so umgeändert haben. Aber tatsächlich kann man jetzt auch wirklich ein bisschen Taktik da reinbringen. Das finde ich gut. Wobei ich eigentlich gar nicht den Unterschied weiß zwischen Taktik und Strategie. Da muss ich sagen, ich wundere mich bis heute, was das eigentlich ist. Na gut, ich hätte auch mal nachlesen können, wenn es mich so sehr interessiert. Habe ich nicht gemacht. Aber ich finde das gut, dass sie das so gemacht haben hier. Hadouken! Blocken! Hadouken! Blocken! Und jetzt kriegst du den Powerschlag! Ach ja, ich kann seine Paraden nicht durchbrechen, okay? Ich sag nur Powerschlag! Powerschlag! Ey, Moment mal. Ich blocke. Du kriegst den Powerschlag. Endlich. Power, Digga, ich ja. Der zappelt noch da rum. Endlich geschafft. Da ist der Weg nach Kap Dun noch. Ach, richtig. Und da oben drauf, da ist der Turm. Und mir fällt auch was ein. Mir ist was... Also, eins nach dem anderen. Da oben ist der Turm. Und dahinter, da sind... Als ich da oben mit den ganzen Viechern gekämpft, da waren ja gefühlte 50 Leute hinter mir her. Da sind ein paar auch hinter den Turm gefallen, wo man eigentlich gar nicht hinfallen kann. Und da standen die da hinten und haben nichts mehr auf die Reihe gekriegt. Und ich bin da auch hingerutscht. Und kam nicht mehr weg. Das war vielleicht doof. Ja, was schmatze ich eigentlich so doof? Ja, doof. Auf jeden Fall, als ich die ersten Videos angeguckt habe von dem LP, nochmal kurz durchgeguckt, da habe ich gesehen... Ja, okay, das habe ich diesmal gehört. Das war definitiv echt. Den mache ich aber noch fertig.
weil ich das noch zu Ende erzählen will. Da habe ich gesehen, ich hatte recht mit dem Teleportstein, der irgendwo oben lag. Weil genau das war das nämlich. Er lag oben, aber nicht ganz oben auf dem auf dem Turm oben drauf, sondern zwischen so einem Gebälk von dem Haus. Da muss ich nochmal hin. Da ist nämlich, der ist wohl nicht sehr wichtig, aber trotzdem, den werde ich mir noch holen, diesen Teleportstein. Ich muss dann noch dran denken. Ich heile mich und dann mache ich gleich noch eine Folge. Bis dann!